Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 29.06.2021. Und unser DAX hat mal angebissen. Er hat hier ein paar Tage rumgeangelt. Nun hat er angebissen, aber so richtig raus ist er noch nicht. Wir hatten von gesprochen, dass dass es ein bisschen nach einer Range aussieht, vielleicht sogar nach einem Dreieck, dass er gegebenenfalls, ja, dadurch, dass er relativ weit oben steht, so von der 6,35 dann deutlich wieder runterpendeln könnte, erstmal zur 5,50, später auch vielleicht dann die 5,10 hier so in diesem Spektrum, dass er einfach jetzt zum Montag ein bisschen abgleitet, weil er jetzt sich zum Freitag relativ hoch hingestellt hat. Wir hatten darüber gesprochen, was er braucht, um hier oben einen Ausbruch hinzukriegen. Das hat nicht geklappt, ne? Er hat sich zwar früh relativ leicht hochgeschoben, hat das aber nicht stehen können, hat das nicht halten können. Das ist schon eine Stundenkerze gekippt, war auch vom Timing äußerst unglücklich gewesen, wenn er denn hätte oben rausgewollt, ne? Also das hat man in der Analyse, in der gesprochenen hier, in der Videoanalyse nicht ganz so, also, können wir ja noch nicht so detailliert auf die konkreten Uhrzeiten und so weiter eingehen, aber das, was man dann auch in Updates per Mail dann noch rausgeschickt hatten zu dem Zeitpunkt, das hat halt wirklich auf den Punkt gepasst halt, ne? Also da hieß es, wenn der DAX dort jetzt runterdreht, 39, 935, wann das kam, ja, dann hat er erstmal das Zeug wieder bis runter, im Zweifel sogar zu 55 zu gehen halt, ne? Und da hat er sich dann komplett auch wieder runter, hat auch im Rücklauf schön eine 6, beziehungsweise von oben hat man glaube ich die 5,75 im Ziel, also noch einen zweiten Aufsatz auf diesen Aufwärtstrend, der hier seit hier besteht. Das hat auch geklappt, dann einmal runter bis zum Mindestziel 5,50. Das hat er von der Bewegung her das schön mitgespielt, auch wenn das nicht das ist, was alle haben wollten, aber genau das waren ja eigentlich die Abschlussworte gestern, beziehungsweise fürs Video für gestern. Für den Montag, das Video für den Montag, war ja die Geduld mitbringen halt, ne? Die Geduld mitbringen. Und da nicht zu viel wollen, machen lassen, vielleicht ein bisschen lockere Leine ihm geben, weil er ja so an sich erstmal noch drin ist. Ne? Er sollte neue Signale oben oder unten setzen. Oben kamen keine, unten allerdings auch nicht. Das könnt ihr zum Dienstag nochmal probieren halt. Ne? Also wir sehen das Bollinger Band, wie es sich hochdreht, wie es sich unheimlich zusammenzieht. Wenn es sich so stark zusammenzieht, sieht man sehr oft Bewegung. Ja? Also dann drückt sich der Markt wieder raus, ne? Dann geht er wieder raus und presst sich breit, weil so irgendwie das jetzt hier gerade in dem Moment zusammensteht, wo ich jetzt die Analyse spreche, so irgendwie haben wir es eigentlich, weiß nicht, schon lange nicht gesehen halt. Ne? Und das war auch hier. Hier sieht man auch, ne, hier engt sich's auch so zu in dem Moment und dann bricht der Markt raus. Auch hier sieht man, das engt sich so zu und dann bricht der Markt raus. Ne, also immer wieder, das habe ich mir vom Kollegen Schlegel ein bisschen abgeguckt, das passt halt immer wieder ganz gut. Ne? Und in dem Moment, wo er halt hier unten raus machen würde, ohne der 5,50, hätte er halt schon ein bisschen Platz. Ich glaube noch so ein bisschen, dass wir die 5,10, dass er da rumschmökert, dass er da wieder hochdrückt. Und der hat da momentan so viel Spaß dabei, die Leute immer wieder oben rauszudrücken. Ich glaube, das lässt er sich hier nicht nehmen. Ne? Da würde ich ein bisschen aufpassen, 5,10. Ansonsten hat er natürlich den Freiraum, hier auch ein bisschen länger weiterzuziehen. Ne? Wenn man hier Trendlinien zieht, die verläuft hier relativ steil. Ne? Ich kann es mit der Maus nicht ganz so schön zeichnen, aber die geht hier quasi durch. Das heißt, da ist er schon raus. Wenn er jetzt anfängt, noch tiefere Tiefs zu bilden, würde das schon passen. Aber wir haben das hier ein bisschen im Blick. Hier runter, hier hoch, das ist ein tieferes Hoch als hier. Ja, es kann schon sein, dass er hier in dem Bereich auch einfach erstmal wieder eine harte Umkehr nach oben stellt. Passt zum Dienstag. Ne, doch, passt zum Dienstag. Klar, Turnaround Tuesday passt sogar zum Dienstag. Also wenn er sich früh schnell runterstellt, unter die 15, vielleicht sogar die 460. Das würde ich jetzt sogar auch erwarten, dass das am Vormittag jetzt noch kommt, weil der Montag hat sich gut vorgelegt. Ne, dass er zum Dienstagvormittag eine 5,10 unterbietet oder vielleicht sogar eine 4,60. Wenn der dann aber so um 12 Uhr, 13 Uhr eine fette grüne Stundenkerze reinpresst, dann ziehen die Amerikaner ihn auch nochmal hoch. Und im Zweifel, ja, toll, im Zweifel geht er dann auch hier wieder drüber halt, ne, über die 6,80, über die 700. Oder an die 700 ran. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn er hier unten hart auskommt, zum Dienstagvormittag, dann hat er das Zeug bis zum Donnerstag nach oben durchzupowern halt. Ne? Und das kann dann locker auch in dem Bereich gehen. Deswegen wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig, wenn in dem Bereich hier harte grüne Stundenkerzen kommen. Idealerweise, nachdem er so ein Mikrozentimeter hier drunter gestochen hat. Ne? Also das, weil dann wäre das von hier einfach nur A, B, C. Und dann würde jetzt hier nochmal so ein impulsives Ding kommen wie hier. Und das einfach von hier locker mal aus dem Stand Potenzial auch bis 87 zu gehen. Ja, also den Bereich sehr gut aufpassen. Solltet ihr aber dort nichts Fettes nach oben zünden. Ne, keine dicken, kräftigen, grünen Kerzen, die man am liebsten so
reinbeißen möchte, kommt es nicht, sondern nur so flaches, zur Seite gestammeltes, dünnes, gestochere, knochige, kleine Dojis mit langen Schatten und sowas. Dann ein bisschen aufpassen, weil wenn er dann zum Donnerstag nochmal tiefs nachdrückt, nachdem er zum Vormittag vielleicht schon tiefs gelegt hat, dann macht es sich frei. Dann macht es sich komplett frei. Dann ist alles möglich. Und ein DAX auf Dienstagnachmittagstiefs, das haben wir schon öfter mal gesehen, dass das auch ein bisschen ins Auge gehen kann, weil es sich einfach total verrumpelt dann halt, ne? Also die Leute sind dann total auf diesen Turnaround fixiert, wollen den Turnaround haben und plötzlich ist nichts mit Turnaround und das Ding, das schmiert ab einfach. Ja, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Wir haben weiterhin ein bisschen im Blick, im Weitblick so mit Fernsehbrille, dass wir ja, wenn er wirklich mal wieder richtig ins Stolpern kommt, ne, auch unterhalb von 410, ja, durchaus auch hier auf die Kanalkante wieder aufsetzen kann, auf die alte Flaggenkante. Ne? Und da seht ihr hier rechts so ein bisschen, wo der Kurs gerade leuchtet. Das ist schon ein ganzes Stück, was dann aufgeht. Und das würde er zum Beispiel aktivieren, wenn er zum Dienstag dann, eben nachdem er zum Vormittag schöne Tiefs gesetzt hat, dann noch zur Seite schiebt, zum Nachmittag weitermacht, neue Tiefs setzt, kann er sich sowas aktivieren. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also wird der Bereich, der wird eigentlich am spannendsten zum Dienstag. Sollte er oben rumschnarchen, gar nicht runterkommen, ja, dann gibt es hier oben wieder ein höheres Hoch. Und dann gibt es wahrscheinlich auch erstmal wieder nach unten gezucker. Also, das lässt sich scheiße handeln momentan. Das ist halt Schiebezone. Ne? Das ist prozyklisch long, wird man da nicht glücklich, aber man wird momentan prozyklisch short auch nicht glücklich. Das vergessen immer diejenigen, die sich da vielleicht Positionen um die Ohren hauen. Immer ein bisschen aus dem Augen zu verlieren halt. Ne? Momentan bedient er beide Seiten nicht. Er macht da einfach hin und her. Schiebt hier nur zur Seite, ist unsicher. Einfach, er weiß es selber nicht, wohin er gehen will halt. Ne? Guckt ein bisschen, wo sich vielleicht mehr Geld positioniert, damit er sich das dann holen kann. Ne? Gehen mehr Leute Short drauf, gehen mehr Leute Long drauf. Also, da ist noch nichts entschieden. So vom Abflachen her. Und auch von der, wenn wir vergleichen, von hier ist er runtergekommen, von hier ist er hochgekommen, tut es sich hoch zu ganz schön schwer. Und das muss man ganz klar so sagen. Und das ist oft so, wenn noch ein Tief fehlt. Und mit Tief fehlt, meine ich dann aber unter dem Tief. Ja. Und deswegen passt man ein bisschen auf, wenn er am Dienstag anfängt zu schrubben. Von daher, alles, was eigentlich unter 5, was ist denn das hier? 5,50 geht zum Dienstag, wäre für mich Short, muss ich schon so sagen. Aber ich würde in dem Bereich einfach hier aufpassen halt. Ne? Wenn er hier harte grüne Kerzen stellt, dann kann er rennen. Dann kann er sich schön, 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 schön hochstrecken. Ja, das muss man auf dem Schirm haben. So sehr man das auch dann vielleicht haben will, dass er weiterfällt, wenn er dort harte grüne Kerzen dann zieht, dann drückt er sich komplett wieder hoch. Und im Zweifel sogar bis in den Donnerstag, den ganzen Mittwoch durch, in den Donnerstag noch rein. Das würde auf den DAX passen, sag ich mal. Wenn er an diesem Zeitpunkt, ne, das ist eine Timing-Frage, wenn er zum Dienstagvormittag genau in dem Bereich harte grüne Kerzen stellt, kommen die nicht, lasten unten raus. Ansonsten taucht er gar nicht unter der 55 weg. Wäre alles, was ich bis hier erzählt habe, erstmal zurückzustellen. Das kann dann später kommen. Wenn er nämlich zum Beispiel hier nochmal ein neues Hoch gemacht hat und wieder wegdreht, dann muss er wirklich schon Standhaftigkeit beweisen. Und er muss vor allen Dingen von oben dann diese zwei Hochs bestätigen. Ja, er muss er drüber und dann im Pullback hier draufsetzen auf die zwei Hochs. Und wenn er sich dann abstößt, dann kann man anfangen, neue Hochs zu longen. Ne, Long-Position auch prozyklisch aufzubauen. Das sollte dann einfacher gehen, wie es die letzten Tage ging. Ja, ist einfach so, weil dann sich der Markt wieder festigt, er hat dann die Zone rausgenommen, hat dann also diese Rücklaufzone überwunden. Wir haben ja hier vor Tagen drüber gesprochen, wenn der Markt von unten dann hier wieder dran läuft, dass dann die Käufer sich verziehen und wieder wegdrücken. Das sehen wir seither immer, immer, immer wieder. Auch jetzt haben wir das gesehen zum Montag, wurde sich wieder aus dieser Rücklaufzone abgestoßen, wieder nach unten weggedrückt. Und solange der das nicht rausnimmt und wieder drüber geht, dass die Käufer wieder Zuversicht reinnehmen, nehmen wir das hier noch. Das ist negative Vorlage, das ist negative Chartlage gerade. Ne? Einfach, weil wir von unten diese Rücklaufzone immer wieder nach unten wegdrücken. In dem Moment, wo er dann anfängt, auch hier tiefere Tiefs reinzubringen, kann er sich durchaus wieder reinfallen. Und dann auch den Keil wieder ein bisschen ins Thema bringen. Der ist nämlich noch nicht richtig aufgelöst. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja, also, in dem Sinne, wir nehmen das mal so mit. Ich setze das mal hier vielleicht so ein bisschen so an, dass man das erkennt, dass er dort auch wieder hochzucken kann. Lassen den Pfeil mal hier, ihr wisst, dass der auch ein bisschen tiefer gehen kann, ein bisschen nicht ganz so übertreiben. Ja, das soweit das Bild. Tageschart haben wir rote Tageskerze, die brauchen wir uns nicht angucken. Nach einer roten Tageskerze, zwei rote Tageskerzen ineinander. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, nichts Neues. Na, musst jetzt da unten raus. Musst du, also Dienstag unter 55, das würde schon mal viel helfen. Geht dann die 510er raus, dann kommt die 460 dort, 465. Das wird dann super interessant. Also, wenn du das bringst, wird wirklich schön. Und ansonsten da drüber. Also, da habe ich eigentlich nicht viel Lust, mich dem überhaupt zu widmen hier, wenn er weit über 55 stehen bleibt. Aber auch so, wir haben auch im Update geschrieben, ne, der macht heute nochmal die 45 dann, nachdem wir oben bei 6,30 waren, gesagt, der macht bestimmt bloß hier kurz in die 45 rein, schafft das dann aber nicht, stabilisiert erstmal wieder, das heute genau gemacht, was er tun sollte. Also vom Verlauf, von, ich meine, er hätte bei 55 nicht nach oben so zucken müssen. Oh mein Gott, ist halt DAX, alles kannst du nicht haben. Aber so ist, dafür, dass ich ihn heute bärisch betrachtet habe, hat er das alles gemacht, was er machen sollte. Na, und da würde jetzt dazugehören, dass er zum Dienstag auch unter der 55 rausgeht. Um das jetzt fortzusetzen, was er am Montag angefangen hat. Gut, mehr kann ich euch hier nicht mitgeben. Wird das Video daher zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.